Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Ich habe mir gerade mein Lieblingssandwich bei Joe & The Juice bestellt und dachte, während ich das hier lecker esse, reden wir mal über Ernährung, weil das ein Thema ist, zu dem ich sehr oft Fragen auf Instagram bekomme. Wer neu auf meinem Kanal ist, schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Lee. Auf meinem Account geht es um das Thema Becoming the Best Version of Yourself und ich teile hier alles mit euch, was ich dafür tue, um die beste Version von mir zu werden. Und um die beste Version von sich selbst zu werden, ist es halt unabdingbar, auch körperlich gesund zu sein. Und die Ernährung ist da ja extrem einflussreich. Deswegen sollten wir mehr über Ernährung sprechen, aber es auch zu keiner Religion machen. Deswegen, was sind meine Food Rules? Also ich muss sagen, im Laufe meines Lebens habe ich echt viel ausprobiert. Ich war vegan, Vegetarierin, ich habe auch mal mich Low Carb ernährt, aber ich habe schon viel ausprobiert. Einfach weil ich wissen wollte, wie fühle ich mich. Und am Ende des Tages muss ich sagen, es hat oft nicht so einen krassen Unterschied gemacht. Aber wenn ich mich zu krass eingeschränkt habe, dann hat es einen Unterschied gemacht. Ich muss sagen, dass mir diese krasse Ernährung, so eine restriktive Ernährung, wo ich sage, ich verfolge nur eine Diät, überhaupt nicht gut getan hat. Es gibt vielleicht Leute, denen das gut tut, weil die dann so ein klares Commitment haben, was sie essen können und was nicht. Aber ich muss sagen, in solchen Phasen habe ich mich nie gut gefühlt, weil ich das Essen immer so überdacht habe. Also zum Beispiel, als ich vegan war, war ich total eingeschränkt. Und es war immer so, dass ich planen musste, was esse ich wann und wo. Wie bekomme ich genug Proteine? Also es drehte sich alles um Essen. Und das sollte ja nicht sein, weil wenn wir uns zu sehr stressen, dann wird viel zu viel Cortisol, also Stresshormone, ausgeschüttet. Und das ist sehr, sehr ungesund. Und egal wie gesund wir dann essen, die Folgen von diesem kontinuierlichen Stress können wir dann nicht vermeiden. Deswegen habe ich für mich herausgefunden, dass die gesündeste Ernährung eine ausgewogene Ernährung ist. Was heißt das für mich? Das heißt, ich esse eigentlich relativ viel. Ich bin Vegetarierin, aber habe jetzt keine Einschränkung, dass ich sage, ich esse keinen Zucker oder so, sondern ich würde schon alles essen. Aber wenn ich zu Hause bin und für mich koche, dann koche ich nur mit vollwertigen Lebensmitteln. Also das heißt, ich benutze nur natürliche Lebensmittel. Also ich koche viel mit Gemüse und gucke auch, dass jede Mahlzeit primär aus Gemüse besteht. Probiere, dass ich eher komplexere Kohlenhydrate esse. Und jetzt zum Beispiel nicht jeden Tag eine Pizza mit Weizen, sondern wenn ich zum Beispiel auch Nudeln esse, dann mache ich mir Vollkornnudeln oder Linsennudeln. Das ist einfach für mich wichtig, dass ich sehr vollwertig esse. Der zweite Punkt ist es, dass ich ein bisschen darauf achte, dass mein Blutzuckerspiegel konstant ist. Das heißt, dass ich nicht so krasse Spikes habe. Wenn ihr euch damit nicht so gut auskennt, gar kein Problem. Ich verlinke euch einfach mal einen Account unten in der Infobox. Ich glaube, wenn ihr dem Account folgt, dann seid ihr danach viel, viel schlauer. Und das ist auch besser, wenn ihr das über den Account macht, anstatt über mich, weil ich nicht ganz so wissend bin wie diese nette Dame, die auf Instagram nichts anderes macht, als euch das Thema nahezuführen. Wisst ihr, der Punkt ist der, wenn ihr einfach sagt, ich ernähre mich zu 80% gesund, 80% der Zeit wirklich alles clean, ihr kauft euch keine Süßigkeiten und ihr habt zu Hause nur wirklich gesunde Lebensmittel, dann ist es doch völlig in Ordnung, wenn man ab und zu auswärts dann mal den Schokokuchen isst oder wenn man mal Pommes isst. Weil wie gesagt, ich glaube fest daran, wenn man das alles zu sehr überdenkt, dann stresst man sich. Und ihr wisst hoffentlich, und wenn nicht, wisst ihr es jetzt, Stress ist extrem ungesund. Und das ist noch ungesünder, als einmal den Schokokuchen zu essen. Heißt aber nicht, dass wir nur Schokokuchen essen sollten. Sondern wie gesagt, Balance. Und für mich ist es am einfachsten, eine gesunde Balance zu haben, wenn ich sage, immer wenn ich zu Hause bin, nur gesund. Und wenn ich eine gesundere, leckere Option habe, bestelle ich die auch. Aber wenn ich mal Bock auf ein gutes Dessert habe, dann gibt es auch das gute Dessert. Es ist ja auch so, dass diese gesamte Studienlage zur Ernährung extrem methodisch schwach ist, weil man kann oft nicht Faktoren beeinflussen, die Einfluss nehmen. Also zum Beispiel, man sagt, vegan ist extrem gesund. Sondern untersucht man Veganer und im Mittel sind die dann gesünder als Leute, die Fleisch essen. Liegt aber oft auch daran, dass Leute, die vegan leben, grundsätzlich viel gesünder leben. Dass sie viel achtsamer sind, dass sie mehr Sport machen, sich mehr bewegen, dass sie mehr Gemüse essen. Und deswegen sind sie gesünder. Und vielleicht liegt das gar nicht daran, dass sie kein Fleisch oder keinen Fisch essen. Dazu möchte ich jetzt gar keine Aussage treffen. Alles, was ich sagen will, ist, dass diese Studien oft methodisch kritisch zu betrachten sind und man nicht immer sofort Rückschlüsse auf Basis dessen ziehen sollte. Und es gibt natürlich auch körperliche Unterschiede. Es gibt Leute, die können besser Kohlenhydrate verarbeiten als andere. Und deswegen finde ich es auch völlig legitim, wenn jemand sagt, hey, ich esse weniger Kohlenhydrate. Bei mir tut es nicht so gut. Ich persönlich brauche Kohlenhydrate. Und es ist bei mir wirklich unabdingbar, dass ich jeden Tag Kohlenhydrate esse. Jetzt habe ich aber noch ein ganz anderes Thema, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und zwar geht es ja nicht nur darum, was man isst, sondern auch, wie viel man isst. Und ich habe gelernt, wie wichtig es ist, genug zu essen. Es gab eine Zeit, da war ich in Paris, da habe ich sehr viel gemodelt, da habe ich weniger gewogen als jetzt. Und das hatte extrem aversive Konsequenzen. Es hat sich total auf meinen Hormonhaushalt ausgewirkt. Ich hatte extrem Haarausfall. Brüchige Nägel, ich war total energielos und
Ich meine, langfristig ist es wirklich auch gefährlich. Also es wirkt sich negativ auf die Knochen aus, auf deine Fruchtbarkeit, also name it. Da gibt es so viele Dinge, die schrecklich daran sind, wenn man zu lange im Untergewicht ist. Und der Körper braucht Energie. Der Körper braucht Energie, um gut zu funktionieren, dass du gut Sport treiben kannst und so weiter. Und deswegen sollte man wirklich nicht an gesunden Lebensmitteln sparen. Also schau, dass du wirklich genug Kalorien isst. Das ist mir so wichtig. Wenn mein Körper mir sagt, ich bin hungrig, dann bin ich hungrig und dann esse ich was. Und ich muss auch sagen, dass ich deswegen nicht so viel vom Kalorientracken halte, weil mein Körper sagt mir schon, wann ich hungrig bin. Und es gibt Tage, da esse ich doch durchaus wenig. Aber genauso gibt es auch Tage, da esse ich total viel und am Ende balanciert sich das alles aus. Und auch hier sage ich nicht, dass das the way to go ist. Leute, die eine Essstörung hatten oder sehr, sehr dünn sind und zunehmen müssen, bei denen hilft das vielleicht schon, wenn sie am Anfang Kalorien tracken, einfach um eine bessere Übersicht zu bekommen, ob sie denn wirklich genug gegessen haben. Genauso auch für Leute, die abnehmen wollen, ist das sehr, sehr hilfreich vielleicht, wenn sie Kalorien tracken. Ich persönlich muss aber sagen, intuitiv essen hilft mir am meisten. Einmal zusammengefasst, was ist das Key Takeaway? Ich ernähre mich, wenn es geht, immer gesund. Zu Hause gibt es bei mir keine Süßigkeiten und wenn ich was Gesundes bestellen kann, was lecker ist, dann bestelle ich das Gesunde. Ich gucke, dass ich immer Gemüse esse, ganz, ganz viel, aber wenn ich mal Lust auf was Ungesundes habe, dann werde ich es mir auch mal bestellen, aber natürlich in Maßen. Kalorientracken ist nichts für mich, ich höre auf meine natürlichen Hungergefühle. Und am Ende glaube ich, dass das auch der Weg ist, um maximal gesund zu sein. Weil zu stark sich einschränken, ist nicht meins. Bin gespannt, was ihr davon haltet oder wie eure Einstellung zum Essen ist und zu gewissen Lebensmitteln. Hinterlasst da gerne mal Kommentare. Bitte immer freundlich bleiben, wenn jemand eine andere Meinung hat als ihr. Ist das auch zu akzeptieren. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Freue mich über Daumen nach oben und ein Abo und bis bald.